Diese Liebe sagt, ich möchte, dass es allen gut geht. Zu allen gehöre auch ich. Die Liebe schaut auf das Wahre. Sie verbindet sich mit dem Wahren, nicht mit dem Falschen. Die relative Liebe, sie ist auf einen bestimmten Menschen aus. Sie spricht, ich liebe dich, weil du bestimmte Bedürfnisse von mir erfüllst. Ich liebe dich, weil du meinen Vorstellungen entsprichst. Ich liebe dich, weil ich eine Nähe zu dir spüre. Vielleicht drückst du es esoterischer aus, weil wir karmische Verbindungen haben. Weil. Die relative Ebene hat immer ein Weil. Die absolute Liebe, sie spricht, ich liebe dich, weil du bist. Und mit dir liebe ich alles, was lebt. Und eigentlich braucht die absolute Liebe gar kein Weil. Sie ist ohne Weil. Ihre einzige Absicht ist, ihre einzige Sprache ist, sich zu verströmen, sich zu verschenken. Absolute Liebe ist Fülle. Und deswegen ist absolute Liebe auch ohne Anhaften. Sie braucht nichts. In der Fülle brauchst du nichts. Du brauchst nur etwas im Mangel. Um die Sprache der Liebe zu lernen, um auf die Sprache der Liebe zu lauschen, braucht es schon ein bisschen, sich für dich selber zu interessieren. Deine eigenen Empfindungen, deine eigenen Gefühle zu fühlen. Nicht nur am Fernsehen die Gefühle anderer anschauen. Deine eigenen Gefühle zu fühlen und dir sie sich eingestehen. Deine Wut und deine Eifersucht, deine Traurigkeit, deine Liebe, deine Zufriedenheit, deine Lust. Vielleicht kommt dir zu Hilfe, dass ein Mensch in dein Leben tritt und du verliebst dich in ihn. Dann ist es leicht. Dann spürst du dich wieder deutlich. Dann sagst du, ich bin verliebt oder ich liebe. Und du denkst, der andere ist die Ursache. Doch die Liebe ist in dir. Der andere ist nicht die Ursache, der andere ist der andere. Verwechsel dies nicht. Die größte Macht, sage ich dir, die du hast in diesem Leben, du bist unglaublich mächtig. Die größte Macht, die du hast, ist die Macht, Ja zu sagen zu dir und zu dem, was in dir sich von Moment zu Moment wandelnd zeigt. Staunen und Hingabe und Stille. Dies sind Momente, in denen der Himmel sich öffnet. In solchen Momenten muss niemand liebenswert sein. In solchen Momenten wirst du die Liebe erleben, weil sie in dir ist. Und wenn Liebe, weil sie in dir ist, weil sie für dich spürbar wirst, hast du in solchen Zeiten kein anderes Bedürfnis, als sie auszustrahlen. Wenn du dies einmal erlebst, in Momenten, längeren, kürzeren, wirst du in diesen Momenten für andere Menschen zu einem Leuchtturm, zu einer Lampe, zu einer Quelle von Licht und von Liebe.